Na, letzte Mech hier ist wieder heute da und schaut euch wieder für euch ein Liedchen unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Ausblick auf Patch 7.3.2 zeigen, denn dort gibt es einen neuen Händler hier in der Vindica und der schimpft sich Maras Ursagarit Händler. Und ja, es ist genau das, was man denken mag und was ich auch schon innig gehofft habe, denn dieser nette Händler verkauft uns verschiedenste Items gegen Ursagarit, also sprich, auch wenn ihr jetzt jemand seid, der nur Sammelberufe hat oder keinen Beruf hat, wo er mit Ursagarit was Sinnvolles herstellen kann und so wie ich jetzt mehrere hundert schon angehäuft hat, mit denen schlichtweg nichts anfangen kann, könnt ihr die hier gegen verschiedene Materialien eintauschen. Funktioniert ähnlich wie schon der Händler für das Blut von Sagaras. Und wie ihr sehen könnt, haben wir eigentlich alle Materialien, die wir auf Argos finden und zusätzlich noch die epischen Gems, wo wir natürlich ein bisschen mehr zahlen müssen. Hier sind 10 Stück. Was da am sinnvollsten sein wird, weiß ich nicht. Ich glaube fast das Erz, weil das ist bei mir noch am meisten wert. Der Stoff, Leder und die Blumen sind bei mir auf dem Server zumindest nicht so viel wert. Das Erz, glaube ich, ist noch pro Ding auf 80, 90 Gold rum. Also sprich, da kann man mit dem Ursagarit fast 1000 Gold noch machen, zumindest auf meinem Server, wie es bei euch ist, weiß ich natürlich nicht. Da müsst ihr dann gucken. Und mit den Gems kenne ich mich leider zu wenig aus. Da habe ich mit dem Juve noch zu wenig gemacht. Aber vielleicht kann man da auch noch ein bisschen Gold rausziehen. Ich finde es auf jeden Fall eine schicke Sache. Mit dem Patch sind noch ein paar andere Sachen gekommen, die aber jetzt sehr, sehr am Anfangsstadium sind. Unter anderem wurde eine Map gezeigt von Silithos, wo dann, sprich, Sagaras irgendwie eingeschlagen hat mit seiner Waffe oder irgendwie dem ähnliches. Ich will jetzt hier nicht zu viel spoilern. Das soll jetzt wirklich nur um den Ursagarit-Händler gehen und alles weitere schauen wir uns dann nochmal in einem extra Video an, wenn dann ein bisschen mehr raus ist. Ihr wisst, ich bin nicht so ein Fan von Videokonzepten, wo alles nur spekulativ ist, deswegen schaue ich da erst, wenn der Patch relativ nah auf uns zukommt. Ja, das soll es soweit gewesen sein. Wie gesagt, vorab jetzt erstmal das mit dem Ursagarit-Händler, falls ihr am Überlegen seid, doch was zu craften und denkt, man kann mit dem Zeug eh nichts anderes machen. Nein, es kommt bald der Händler und mit dem könnt ihr das Zeug danach ausgeben. Also sprich, lohnt es sich, das Ganze aufzubauen. Beziehungsweise andererseits, wenn ihr einen Haufen Materialien habt, dann haut die vielleicht jetzt langsam mal raus. Denn es wird sicher so sein, sobald der Händler kommt, werden einige Materialien, wahrscheinlich auch diese Erze, wesentlich günstiger werden. Einfach der Tatsache geschuldet, dass halt jeder Mann über sein Ursagarit an das Zeug rankommt. Ja, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen informieren. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.